Das Herz hat sehr viele Nerven, ein eigenes Gedächtnis, verarbeitet Informationen, kriegt die als erstes überhaupt. Also es gibt wirklich eine Herzintelligenz, ein Herzgehirn. Man kann so schnell auch sich selber helfen von einem aufgeregten oder verärgerten, mit allem Recht der Welt, aber von einem aufgeregten Zustand zurückzukommen in so ein Gefühl von Frieden. Also dieses Gefühl, ich kann mir selber helfen, ich kann selber entscheiden, in welchem Zustand ich, in welchem Betriebsmodus ich sein möchte. Also es ist im Prinzip so, dass das Herz wirklich der stärkste Taktgeber im Körper ist, elektromagnetisch, also stark, eine ganz, ganz starke elektromagnetische Welle, die durch den Körper, auch durch den Puls hindurchgeht. Und das Herz, wenn es kohärent ist, also in sich harmonisch schlägt, dann sorgt es dafür, dass alle anderen Untersysteme, eben Gehirn, Stoffwechsel, Blutdruck, die ganzen Untersysteme des Körpers eben auch kohärenter werden. Also praktisch wie Pendeluhren, die alle in den gleichen Takt kommen. Gedanken machen sehr viel, weil jeder Gedanke auch biochemisch kodiert wird und dann an die Zellen weitergegeben wird. Das heißt, die Zellen informieren sich darüber, wie es mir geht und wie es da draußen aussieht. Und wenn ich natürlich sehr viel Selbstablehnung habe, sehr viel das Gefühl, ich muss mich verbessern, ich passe da nicht rein, ich kann das nicht, dann ist das immer diese Information in die Zellen draußen, ist Krieg. Und entsprechend reagieren die Zellen mit einem Schutzmodus. Die gehen in so einen Überlebens- und Schutzmodus und funktionieren dann irgendwann nicht mehr so gut.